Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu Far Cry. Letztes Mal sind wir ja stehen geblieben, weil ich hier im Buggy drin verreckt bin. Jetzt versuchen wir es besser zu machen, um einiges besser, weil sonst drehe ich hier durch. Aber oft habe ich es ja noch nicht versucht, also ich hoffe sehr stark, dass wir hier durchkommen. Und da ist er auch schon fertig geladen. Ich spring gleich mal aus dem Buggy. Nicht, dass hier wieder einiges passiert hier. So, die sind natürlich. Boah, jetzt hoch alarmiert. Verfluchte Axt. Die schießen hier gleich wieder sehr scharf und direkt auf mich. Wie die das so schnell fabrizieren, verstehe ich gerade nicht. Alter, wo schlägt das alles ein? So, ich schnapp mir mal mein gutes Teil hier. Ja, die habe ich ein bisschen alarmiert hier, da der Buggy doch ein bisschen hier rein ist. Alter, da sieht mich schon wieder jemand. Alter. So, ich sehe euch auch. Fuck off. So, umgenietet, den haben wir schon mal erwischt. So, bleiben noch ein paar. So, du stehst hier auf weiter Flur. Verfluchte Axt, du standest auf weiter Flur. Den hätte ich eigentlich erwischen müssen. So, komm, guck raus hier. Fuck! Hätte ich draufbleiben müssen. So. Komm, geh zugrunde. Nochmal nachladen hier. Oh. Die Lebensenergie sieht aber nicht mehr mächtig aus von mir. Also da hoffen wir mal, dass die jetzt bald mal ankommen hier. So. Wo ist hier jemand? Muss ich die jetzt. Ah, hier kommt einer. So, den haben wir umgenietet. Gleich wieder nachladen. Nicht, dass uns hier die Muni ausgeht. Das wäre natürlich nicht vom Vorteil. Hier kommt der nächste. So, umgelegt. Nochmal nachladen hier. So, die sind hier schon wieder alarmiert. Wieso denn das? Wo verstecken sich denn die Brains? Die verstecken sich alle hier schön gemütlich. So, Scharfschützengewehr nochmal nachgeladen und geguckt mit dem. So, kann das explodieren? Nein, kann nicht. Ist natürlich blöd. Ist natürlich blöd hier. Da muss ich mir fast weiter ranwagen. Wieso auch immer. Das ist blöd. Das ist sehr blöd, ist es. So, ich gehe aber trotzdem in die Knie. Aber hier durchs Dickicht gehe ich mal so. So, eine Granate. Kann ich die so weit schmeißen? Komm, Weitwurf, Junge! Weitwurf! Ach, nee. So, sucht ihr auch nach mir, bitte? Wäre nett. Da ist einer. Sehe ich dich doch haargenau. Und mit dem schönen Teil hier noch besser. So, ich leg mich mal lieber hin, dann ist er ein bisschen ruhiger. So, der ist durch. Rauszoomen aus der ganzen Geschichte. Nee. Hier ist keiner mehr. Oder hier sind schon noch ein paar Leute. So ist ja nicht, waren da doch ein paar mehr. Aber jetzt gehen wir hier mal im Zickzack lang. Ich werde, glaube ich, volle Kanne gesehen, aber wo? Wow! Weiß ich nicht. Da wird von hinten geschossen. So ist es. Da ist er. So, den haben wir erwischt. Einen haben wir noch ausgemacht gehabt. Wo wird sich in der Halunke verstecken? So, ich bin sehr gespannt, wo der jetzt rumstromert hier. Und ich hoffe mal, dass ich das überlebe. Wenn ich jetzt hier näher komme. Hier irgendwo muss er gleich kommen. Ich sehe ihn ja auf der Karte. So, ich gehe aber hier mal ins Gebäude rein. So, Medikit genommen. Es tut gut. Sehr gut sogar.
Da ist er. So, den haben wir erschossen. Hoffe ich jetzt mal. Haben wir den sauber erwischt. Liegt hier hinten noch was? Wow! Wer schießt hier? Da steht einer im Wasser. Da werde ich ja nicht mehr. So, die Muni kann ich nicht mehr aufnehmen. Der planscht hier ruhig vor sich hin. Alter! Hör die auf zu schießen. Es ist ja gar nicht nett hier. Alter, ich will hier nur ans Pier, danke. Ich will die ganze Sache hier überleben. Es wäre sehr nett. So. Hat sich hier bald mal alles ausgeschossen. So, ich wäre hier. Hier wird aber noch munter auf mich geschossen. Woher wissen Sie das? Ich hab Sie erwartet. Man hat Sie verlegt. Kommen Sie. Da runter. Wenn man Sie sieht, sind wir erledigt. Schön, ihn live kennenzulernen. Ich melde mich. Nett. So, jetzt sind wir verlegt worden. Aber wohin? Das ist die nächste Frage. Wow, jetzt geht's schon wieder in den neuen Abschnitt. Eigentlich hätte ich das letztes Mal noch fertig machen können. Dann hätte ich das nicht heute gehabt. Aber egal. Hilft ja nicht. Huiuiui. Ja, viel Lebensenergie haben wir nicht mehr zu Buche stehen. Ich hoffe, der hat ein bisschen Medikation für uns dabei gehabt. Dass wir hier wieder besser im Saft stehen. Das, aber ich glaube fast nicht dran. Die andere Seite der Insel? Sie haben mich wohl nur hierher geführt, damit ich ein paar Kalorien verliere, was? Na super. Was erforschen die denn? Das kann ich Ihnen jetzt nicht erklären. Bleiben Sie wachsam. Oh, Forschung schon wieder. Das ist natürlich... Alter, wie viele Leute sind denn hier? Alter, da hinten auch. Da steppt der Bär. Ich hoffe, du hast recht. Ich weiß, dass ich... Ja, dem beim Labern will ich nicht zuhören. So, da hinten, die haben sich's gemütlich gemacht. Da hinten ist eine Schutzweste. Der hat einen Helm auf und Granatenwerfer, oder? Nee, der hat... Das sieht nur so aus, als hätte der einen. So, ich verdrück mich hier immer. Ich erwisch immer hier... B, V anstatt B. So, ich will liegen. So, ein paar haben wir umgelegt. Zwei Stück, um genauer zu sein. So, wer ist hier noch? Da ist einer. Nein, lauf nicht weg. So, ich wollte dich doch nur töten. So, ist da hinten jetzt klar Schiff? Ja, mehr oder weniger. Ich tauche mal darüber. Nämlich der lässt. Alter. So, den haben wir erwischt, oder? So. Ab ins Wasser, rüber tauchen. Ich brauche die Schutzweste und das dringend. Alter, was liegt denn hier? Sieht nach einem Ring aus oder so. Sieht komisch aus. Okay. Komischer Bewuchs und so. Hinter mir ist einer gewesen. So, ich schwimme hier rückwärts. Was auch immer das soll. So, komm aus dem Wasser. So, wo ist der Junge? Hast du was gesehen? So, den haben wir erwischt. Hinten sind auch zwei Leute. Alter, erwische ich die jetzt? So, der ist hin. Alter, der ist ins Wasser gegangen. Was soll denn die Kacke jetzt? Wo ist der jetzt hin? So, erwische ich den so? Nee, natürlich nicht.
Hinter mir kommt gleich jemand und erschießt mich. So wird's ausgehen. Ach komm, leck mich. Du kannst mich mal fürs Erste. Nicht, dass mich hier jetzt jemand heimtückisch von hinten tötet. So, gut reagiert. So, gucken wir uns nochmal ein bisschen um hier. Sieht aber soweit recht angenehm aus. Sieht aber nur so aus. So, da ist er. Der kleine Halunke. Da läuft er rum. So, den haben wir erwischt. Brauchen wir nur noch ein paar. Wie den hier zum Beispiel. Ich gehe mal in die Knie, dann stehe ich ein bisschen sicherer. Treffe ich ein bisschen besser. Nein, lauf nicht weg. Du Feigling. So, erwischt. Geht doch. So, hier kommt der nächste an. Direkt frontal auf dem im Gewehr rennen, weil das hilft immer so gut. Das überlebt man immer so stark. 2000. Das reicht für ein Flugticket von hier weg. Da oben sind zwei Stück. Die erwische ich aber von hier aus nicht. So, und da hinten, wie sieht's da hinten aus? Eigentlich relativ gemütlich. So, hier schießt irgendjemand auf mich. Alter, wie hat's denn den überschlagen? Da kommt zwei Mann runter. Da warten wir doch direkt drauf. So, bis wir die hier schön erledigen können. Alter, bleibst du stehen? Und hier von der Seite schießt auch irgendjemand. Die verstecken sich, die Dreckbärne. Die verstecken sich, die Sauhammeln. Die erwische ich schon. Da oben ist einer. Ich habe ihn gerade gesehen. Ich habe gesehen, wie er mit der Nasenspitze da rausguckt. Alter, und hier schießt auch irgendwo jemand. Ach, hier kommt er runter. So, aber da hinten steht auch irgendwo einer. Den finde ich aber gerade gar nicht. Das ist natürlich mies. Aua! Immer hier von hinten. Da ist einer. So, Distanzschütze, Junge. Ich kann jeden töten. Sieht jetzt hübsch leer aus, aber drauf was geben würde ich jetzt nicht. Nachgeladen ist. So. Stehen eh schon hoch erhauptet. Ey, so können wir ein bisschen schneller gehen. Wow. So, Granaten können wir keine mehr mitnehmen. Ostereier haben wir genug. So, Muni nehmen wir aber mit. Das ist natürlich dankbar. Da hinten ist mein nächster Punkt, wo ich hin muss. Aber erstmal gehe ich zu der Hütte hoch. Weil da ist eine Hütte und da gucke ich mal rein. Vielleicht ist da was Feines.